die Barbara hier aus Kallenberg wird euch was erzählen. Ich gebe dann mal das Mikro kurz weiter. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wie gesagt, ich bin die Barbara. Ich bin hier aus Kallenberg und ich bin betroffen. Ich habe mich dazu entschlossen, um meine Heimat zu kämpfen und um Kallenberg zu kämpfen. Denn es kann heute gar nicht mehr sein, dass die Menschen enteignet werden, dass wir unserer Heimat entraubt werden. Ich sage immer, wenn wir zulassen, dass die Dörfer ausgekohlt werden, dann lassen wir auch wieder zu, dass Kohle verstromt wird. Und das gilt es im Sinne des Klimawandels und der Erderwärmung, ist das zu verhindern. Wir können uns Braunkohlereviere in dieser Größenordnung einfach nicht mehr leisten. Aus diesem Grunde habe ich mich mit Menschen zusammengeschlossen. Wir haben diese Wiese erworben und die stellen wir Ihnen heute vor. Viele Menschen haben gefragt, wie die uns unterstützen können. Und dann sind wir auf die Idee gekommen und haben hier, wie nennt man das? Einen Aufsteller haben wir gemacht. Und da können denn Täfelchen kommen da drauf. Dann heißt das, die Menschen, die uns unterstützen wollen, können denn ein Täfelchen erwerben, wo draufstehen, wir unterstützen euch, wir kämpfen auch für das Klima. Ne? Jimmy Carter hat vor 40 Jahren, hat er schon eine Studie in Auftrag gegeben und hat gesagt, was passiert mit unserer Welt? Seit 40 Jahren wissen unsere Politiker, dass etwas nicht in Ordnung ist. Heute sind wir an dem gleichen Punkt wie vor 40 Jahren und es wird einfach zu wenig für uns getan. Vor 40 Jahren hatten wir noch keine erneuerbaren Energien. Es wird immer noch an alte Kohlestromkraftwerke festgehalten, obwohl die überhaupt nicht mehr zukunftsfähig sind. Manchmal frage ich mich eigentlich, wer unser Land regiert. Sind das die Politiker oder ist das die Lobby? Die Kohlelobby, die Autolobby und die Agrarlobby. Wir haben Wirtschaftswissenschaftler und wir haben Ingenieure, die alle sagen, es ist Zeit, aus der Kohle auszusteigen. Und es bewegt sich so wenig. Und ich kann es meinen Kindern und meinen Enkelkindern nicht mehr zumuten, die Verantwortung, denen zu überlassen, was wir 40 Jahre lang verschlafen haben. Und weil das nicht geht, kämpfe ich dafür. Ich habe Kallenberg zu retten und wir alle einen Planeten. Ich gebe jetzt das Mikrofon weiter an den Ralf. Und er erklärt euch was zu der Solidargemeinschaft, wie wir uns gefunden haben und wie wir arbeiten wollen. Ja, also viele von uns aus der Solidargemeinschaft waren im letzten Jahr auch im Hambacher Forst. Und es war ja da sehr beeindruckend, dass von einem Spaziergang zum anderen halt die Menschen sich dort immer verdoppelt haben, die Menschenmengen. Und dann kam letzten Endes dieses Urteil zum Hambacher Forst. Und das ja dafür gesorgt hat, dass der Wald immer noch steht. Und das Besondere daran ist, dass der Richter ja unter anderem gesagt hat, die RWE konnte nicht nachweisen, dass in Deutschland die Lichter ausgehen, wenn der Wald stehen bleibt. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache und das war uns auch ganz wichtig. Denn genau dieser Punkt wird ja immer weitergehen. Also mit jeder Windkraftanlage, mit jeder Solaranlage wird das noch weniger wichtig, dass wir die Braunkohle haben. Im Großen und Ganzen wird die Braunkohle verstromt, um exportiert zu werden. Und so sind wir letzten Endes unter anderem dazu gekommen, nochmal einen Anlauf zu nehmen, hier direkt für unsere Grundstücke zu kämpfen. Und ja, es ist schwierig für die Menschen, die in den Verhandlungen stehen mit RWE. RWE hat natürlich geschulte und professionelle Verhandler. Und hier sind die Menschen für sich alleine und stehen diesem Konzern gegenüber. Und deshalb war es für uns halt wichtig zu sagen, wir schließen uns zusammen. Wir machen das als Gemeinschaft und als eine solche Gemeinschaft sind wir einfach stärker und können uns dann gegenseitig unterstützen, wenn es dann wirklich auch böse kommt.
Und wichtig ist uns natürlich auch, dass das ausstrahlt auf die anderen Menschen hier in den Dörfern, die nicht in der Solidargemeinschaft sind, aber genauso bleiben wollen. Die haben jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, naja, da gibt's ja welche, die versuchen das erstmal. Und dann können wir einfach erstmal warten. Und wir verhandeln jetzt so lange nicht weiter, bis das an dem Grundstück geklärt ist. Und das ist genau das, was uns jetzt helfen würde. Und wir merken eigentlich auch, dass wir auf dem Weg schon ein ganzes Stück weitergekommen sind. Letzte Woche ist eine Landtagsfraktion hier zu uns gekommen und wollte sich auch nochmal überzeugen, wie viel Menschen sind denn das eigentlich noch, die da bleiben wollen. Man hört ja in der Presse immer wieder, es haben ja schon alle verkauft und da will ja gar keiner bleiben und das ist ja nur noch ein Geisterdorf. Das ist Quatsch. Wir haben also letzte Woche gesehen, dass sehr viele Menschen da waren, die sich sonst in der Öffentlichkeit halt nicht äußern. Also es passiert genau das, was wir eigentlich möchten. Wir haben jetzt immer mehr Menschen Mut, halt zu sagen, nee, wir lassen das, wir warten jetzt. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung für uns und sehr beruhigend. Aber ganz wichtig ist dafür natürlich auch immer die Unterstützung von euch, also von den Menschen um uns herum. Und ja, wie gesagt, da gibt's ja mehrere Möglichkeiten. Also mit Carola Rakete haben wir sehr prominente Unterstützung. Wir haben einen weiteren Botschafter, den Herrn Hagedorn, den einen der Gründer von Scientists for Future, der auch Chef vom Naturkundemuseum in Berlin ist. Und wichtig sind uns aber auch alle Menschen, die kommen zu den Spaziergängen hier, die zu den anderen Veranstaltungen kommen, die in ihrem Privatleben über diese ganze Geschichte und über den Irrsinn der Braunkohleverstromung reden, die uns in den sozialen Medien folgen. Und ja, ein weiterer Punkt, den hat die Barbara ja gerade schon angesprochen. Wir möchten gerne, dass dieser Aufsteller bald voll ist mit Täfelchen von Menschen, die auf einer solchen Tafel sagen halt, dass sie uns unterstützen wollen. Und wir gehen, wenn wir gleich den Weg hier weitergehen, kommen wir noch auf den Hof von Norbert Winzen. Und da wird es halt die Möglichkeit geben, an dem Stand, wo auch die Fahnen und so weiter verkauft werden, da wird es dann die Möglichkeit geben, auch solche Täfelchen zu beschriften. Wir werden die dann im Nachhinein hier an der Wiese verewigen. Herzlichen Dank dafür.